Okay, wir sind live. Ja, hervorragend. Ja, ich sage jetzt wieder einen Spruch und ich meine ihn wirklich so, auch wenn ich jetzt ein bisschen auf dem Kopf bin, Herr Ross. Ja. Weihnachtsmarkt Goslar, endlich ist es soweit. Seit 2 Stunden hat er seine Tore geöffnet. Für viele ist es die 5. Jahreszeit. Heute machen wir jetzt einen kleinen Rundgang einmal um den Weihnachtsmarkt. Ihr könnt uns Fragen stellen und ich stelle euch so ein bisschen vor, was es hier Besonderes gibt. Ja, wir starten jetzt hier ist übrigens vielleicht als erste Kleinigkeit das Machmit-Haus. Hier gibt es die Kinderwerkstatt. Das Besondere ist, samstags und sonntags, immer an den Adventswochenenden, können hier Papas und Mamas ihre Kleinen abgeben und auch mal 1-2 Stunden beruhigt und ohne Kinder über den Weihnachtsmarkt laufen. Für die Kinder wird es einiges geboten. Es gibt eine Theateraufführung, es gibt Mitmachangebote, also das ist ziemlich interessant. Wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter. Vielleicht ganz kurz, 33 Leute sind schon dabei. Ja. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann bitte loslegen. Wir versuchen alles mit unserer gesamten Kompetenz zu beantworten. In diesem Jahr übrigens, Henne, aber das weißt du ja selber, ist der Weihnachtsmarkt ja leider etwas kürzer. Er geht bis zum 30. Dezember. Das ist daran geschuldet, dass der Weihnachtsmarkt traditionell an dem Mittwoch nach Toten Sonntag beginnt. Also, aber dafür kann man ja umso geballter auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wir fangen jetzt hier zum Beispiel an, das ist Klassiker da. Es gibt dieses Stock, das Brot. Und hier sehen wir die Schokoladenhütte. Und jetzt gehen wir quasi schon zum Zentrum des Weihnachtsmarktes Richtung Marktbrunnen. Schau mal mit. Hier. Wie sind jetzt die Öffnungszeiten? Wird gerade nochmal gefragt. Bitte einmal zum Mitschreiben. Okay, einmal zum Mitschreiben. Täglich von 11. Bleib doch ruhig mal stehen. So. Ja, ich bleib einfach mal stehen. Also die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr hier rein auf dem Weihnachtsmarkt. Im Wald kann man noch länger sein Glühwein genießen, dort bis 22 Uhr. Und bis wann? Also wann ist der letzte Tag? Der letzte Tag ist am 30. Dezember. Also Produktzeit. Ich glaube, summa summarum sind es insgesamt 31 Tage. Okay. Und jetzt, ich bin ja ein großer Fan dieses Brunnens. Ne? Die Käseglocke wird ja manchmal auch genannt. Aber der ist wunderbar schon geschmückt, illuminiert und abends sieht es einfach wunderbar aus. Und das ist ja schon mal ein Thema, jetzt wo wir hier im Zentrum sind. Die ganzen Glühweinwirte sind auch wieder da. Also alle da. Wir sehen hier zum Beispiel die Kalperinja-Hütte von Detlef Schlüter. Und herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier auch die Glöckhütte. Und die ist da auch dabei. Ich habe noch eine Frage zu den Öffnungszeiten hier. Warum nur bis 20 Uhr? Weißt du das? Das denke ich mal. Ist das immer so gewesen? Oder ist das? Ist immer schon so gewesen. Ja. Aber wie gesagt, der Weihnachtswald hat ja bis 22 Uhr. Hat vielleicht auch was mit den Anwohnern zu tun. Es hat was mit den Anwohnern zu tun und man hat ja dann letztendlich auch genug Zeit von 11 bis 20 Uhr hier ein bisschen Weihnachtspuff zu genießen. Ja, hier die Glöckhütte und jetzt was ganz Besonderes. Ich weiß, es polarisiert ein bisschen. Ich finde es aber persönlich echt wunderschön. Das ist das neue Riesenrad. Wollen wir da mal hingehen? Ja, wir gehen da einfach mal hin. Das große Rad auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt. Eine Neuerung in diesem Jahr. Die alte werden es aber auch einige Neuerungen. Und das große Rad ist insgesamt 16 Meter hoch, hat 10 Gondeln und bietet einen wunderschönen Blick auf den Weihnachtsmarkt. Ja, also hier sehen wir das ein bisschen. Es wurde jetzt auch ein bisschen geschmückt und abends ist es natürlich auch wunderbar illuminiert. Ja, also dieses große Rad feiert in diesem Jahr Premiere. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter, lieber Handy. Ja, wir haben gleich die 100 geknackt. Wir haben jetzt die 100 geknackt. Gleich. Gleich, okay. Nicht immer so ungeduldig sein. Nicht so ungeduldig sein. Gibt es sonst irgendwas Neues, was also wir uns hier angucken können? Natürlich auch ein paar besondere Aktionstage. Zum Beispiel am 6. Dezember. Was schätzt du, wer da auf den Weihnachtsmarkt kommt? Der Nikolaus. Richtig, der Nikolaus. Und am 13. Dezember ist hier großer Familientag auf dem Weihnachtsmarkt. Da kann man von 15 bis 18 Uhr Karussell umsonst fahren. Also die Kinder. Die Erwachsenen nehme ich an nicht, aber die Kinder können dann umsonst fahren. Wenn es die Erwachsenen doch können, dann werden wir das nachher... Auch das neue Riesenrad. Auch das neue Riesenrad. Es gibt ja insgesamt 3 Kinderattraktionen. Das ist ja jetzt so ein kleiner Rundgang. Man fängt da an, da kommen wir später noch hin, bei der Kindereisenbahn illuminiert. Dann gibt es noch das Kinderkarussell und es gibt das Riesenrad. Okay.
So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ah, Grüße. Eine gewisse Julia. Ach, Julia schreibt Grüße aus Zürich. Aus Zürich? Kennst du eine Julia aus Zürich? Ja, nee, aber frag sie mal. Hallo Julia, kommst du denn dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt? In Zürich gibt es keinen schöneren. Der schönste ist in Goslar. Das weiß ich. Das weiß sie, glaube ich. Wann war nochmal der Familientag? Es reißt nicht ab, ja. Am 13. Dezember. Von 15 bis 18. Ist, glaube ich, ein Mittwoch. 13. Dezember könnte ein Mittwoch sein. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch kein Mittwoch. Übrigens, wenn wir schon bei diesen Glühwein-Ständen sind, ja, die Preise, ja, bleiben stabil in diesem Jahr. Also ein Glühwein wird 4 Euro kosten und mit Schuss ein bisschen teurer. Also dann vielleicht 1 Euro teurer. Also das ist stabil und hat das gleiche Preislevel wie 2022. Ja. Hier sehen wir... Der 13. ist übrigens ein Mittwoch, wurde hier von der Community aufgeklärt. Und hat sich die Julia schon gemeldet? Wieder? Nee, die hat nur einmal kurz reingeguckt. Wie sieht die aus? Weißt du auch nicht. Nee, keine Ahnung. Gut, das ist der Baum der Hoffnung. Und da ist auch das Licht der Hoffnung. Das sieht man noch nicht. Aber genau, das ist eine Harzer Fichte, die stand übrigens vorher in Hagenklee und die wurde gefällt und hier jetzt aufgestellt. Ich glaube, auch die ist insgesamt 16 Meter hoch und es wird sich, das will ich jetzt mal schon mal prognostizieren, oh, cooles Fremdwort, als eines der beliebtesten Fotomotive etablieren. Boah, Hammerhände. Komm, wir gehen mal weiter. Etablieren, du sagst sehr oft M, wurde gerade angemerkt. Ich sag sehr oft M, ich versuche das jetzt 118, ja, wir haben es geschafft. Ja, ja. Da gehen ja auch wieder ein paar Leute. Ja, ein paar kommen dazu. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. So sieht's aus. Wie das halt so in der Gesellschaft. In Annaberg ist der Glühwein günstiger. In Annaberg. Aber in Zürich ist er teurer, hat diese gewisse Julia, ach Julia gerade gesagt. Ja, bestimmt 10 Euro. Ja. Ja, da haben wir hier Spottpreis. Die haben gar keinen Euro, glaube ich. Ne? Was haben die Züricher? Haben Franken? Die Franken. Okay. Franken. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Jetzt geht's hier so Richtung Kunstmeile. Und man merkt allgemein schon, im vergangenen Jahr, das war ja quasi der erste Weihnachtsmarkt nach der Corona-Zeit, da gab es ja schon ab und an mal eine kleine Lücke. Das ist in diesem Jahr wirklich nicht der Fall. Es ist ein Fluss, das hat Herr Ross eben gerade auch schon ja, das stimmt, bemerkt. Ja, also wie gesagt, der Weihnachtsmarkt geht bis zum 30. Dezember. Und hier auch, Kult, die Feuerzangenbowle. Schmeckt sehr, sehr lecker. Allerdings sollte man nicht mehr als 5 trinken. Sonst fängt man an zu tanzen. Ja. Ja. Okay, und dann geht es jetzt hier. Abends ist nochmal die Frage: bis 20 Uhr geöffnet, ne? Ja, bis 20 Uhr. Im Weihnachtswald aber länger. Genau, im Weihnachtswald länger. Und was habe ich jetzt noch zu berichten? Ja, die Kinderattraktion hatten wir schon. Es gibt übrigens, das auch nur mal am Rande, ja noch eine weitere Aktionsfläche, die mit dem eigentlichen Weihnachtsmarkt ja nur ein bisschen was zu tun hat oder eher nur bedingt. Und das ist am Schiefer. Da kann man dann auch immer Glühwein trinken und auch Party feiern. Und da gibt es auch immer die Weihnachtsdisco. Auf dem Hinterhof des Schiefers. Samstags und Sonntags. Ja, im Schiefer erstmal nicht. Und auch viele, viele Kinder Sachen auch. Lara Löffel. Oh. Kennst du dich? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Da kennst du dich. Hier haben wir Axel Dies, ein Kunsthandwerker. Moin. Hallo, ich hab schon gedacht, möchtest du irgendwas sagen? Ich habe schon gedacht, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Ja, jetzt sind wir schon mal hier. Axel, was gibt's heute bei dir? Was ist in diesem Jahr das Highlight? Ja. Meine Highlights sind natürlich nach wie vor diese wunderschönen Figuren, die wir hier gebaut haben. Zum Beispiel solche Elefanten hier. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt sonst keine Elefanten auf dem Markt weiter. Ah, in ja. dieser Form. Oder auch... Ne, man glaubt es kaum, aber das sind Vasen. Ist das aus Elfenbein oder was? Nee. Nein, das ist Keramik. Ja, klar. Alles weißer, bester Melaton. Ja. Und ja. Wunderschön gearbeitet, handgemacht in der Nähe von Bremerhaven. Okay. Macht das unser Generaldirektor, Präsident und Spiritusrektor der Firma. Wer kennt ihn nicht? Harald. Ne? Harald. Der macht das immer. Harald. Also schöne Grüße an Harald. Grüße an Harald. Und ja, ganz viel Erfolg und wir sehen uns garantiert noch öfter, Axel. Ich hoffe das. Hau mach's rein. Gut, ne? Ciao. Also hier jetzt diese kleine Kinderbusch ist hier. Viele fragen ja auch immer, ja, wir kommen ein bisschen von außerhalb, wo können wir denn parken? Ja. Ja, ideal zum Beispiel ist das Osterfeld. Das ist so ein bisschen, ich schätze mal, Kilometer oder 750, 800 Meter entfernt. Da kann man ideal parken und dann zum Weihnachtsmarkt gehen. So.
Hier, Nönnchen mit Haube. Jetzt ist die Nonne gar nicht da. Ach doch, da ist die Nonne. Ist die Nonne da? Oh, Nönnchen mit Haube? Was ist das denn? Eine originale Nonne. Schau dir das mal an. Das gibt's doch nicht. Was gibt's bei euch? Gibt's Nönnchen mit Haube? Ja. Kann ich ein kleines Stückchen mal probieren? Natürlich. Ich habe hier ein eigenes Glas mitgebracht. Nur ein kleines Stück. Ich wollte gerade sagen. So, echte Nonne. Ja, ja. Oh. Nönnchen mit Haube. Das ist aber noch nicht der offizielle Glühweintest. Ich will nur einmal, weil ich noch nie mit einer Nonne zu tun hatte. Mhm. Das reicht schon, das reicht schon. Und, aber die Haube bräuchte ich noch. Ich wollte gerade sagen, das Wichtigste fehlt, ne? Das Glas. Oh. Was denn? Oh, jetzt Schnee ist ja hier so ein bisschen. Aber wir lassen uns dadurch nicht durchbrocken. Gut, hervorragend, ja. Okay, so, Nönnchen mit Haube einmal umrühren. Und mit Strohhalm trinken. Okay, so. Und das ziehen wir jetzt einmal weg. Schmeckt ein bisschen nach Apfelstrudel, kann das sein? Nee, nur nach Zimt. Ja, war ja. Apfelstrudel mit Zimt. Nur ohne Apfel halt, ne? Nur ohne Apfel, ja. Genau. Alles klar, vielen Dank. Das Glas darf ich wieder mitnehmen, ne? Ja, natürlich. Viel Erfolg auf dem Weihnachtsmarkt. Dankeschön. Ciao. Jetzt hier unter anderem auch ein Stand der Stadt Tombola. Da kann man ja noch Autos gewinnen. Mm. Und alles für einen guten Zweck, ne? War doch richtig so, ne? Genau. So. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt biegen wir langsam ein. Jetzt, wo werden wir jetzt mein Glas los? Fange ich wieder ein. Ne? Am besten würde ich sagen. Jetzt geht es Richtung Himmelsleiter. Also das ist ja auch immer sehr schön, wenn man die Himmelsleiter hochgeht. Das ist an der Marktkirche. Da kann man sich einen Gesamtüberblick des Weihnachtsmarktes machen. Und hier ist übrigens dann der Stand vom Trüffel. Auch in diesem Jahr neu dabei. Trüffel. Und da gibt es auch lecker. Was ist eure Spezialität, wenn ich einmal fragen darf? Alles. 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 Okay. Bin Brûlé. Ah, okay, okay. Also, ihr seid ja das erste Mal dabei, ne? Ja. Aufgeregt oder geht's so? Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Okay, alles klar, danke dir. Und weiter geht's. So. Und da, da, da. Das ist spannend, ne? Da kann man überall sein eigenes Glas mitbringen? Sehr interessante Frage. Darf man nicht. Also, hier Sicherheit, oh ja. Gerade hier wird alles abgenommen, da dürfen wir jetzt auch nicht wirklich spüren. Um Gottes Willen. Und jetzt geht es gleich Richtung Wald, da schauen wir auch nochmal. Richtung Weihnachtswald. Das ist ja echt was Tolles. Es sind insgesamt ganz, ganz viele Fichten aufgebaut mit insgesamt 160.000 Lichtern. Das ist ja gut, hier wird noch der Schnee entfernt. Oh ja. Ja, es hat gewaltig geschneit in den letzten Tagen. Ne? Es hat sehr geschneit. Kannst du dich eigentlich erinnern, dass zum Start des Weihnachtsmarktes schon mal so viel Schnee lag? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Also es gab immer Phasen, wo es dann tatsächlich mal geschneit hat, aber so zum Start, dass so viel Schnee war und ich bin schon lange dabei, naja. Kann ich mich nicht erinnern. Glaubst du, das ist ein gutes Omen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt? Das ist ein gutes Omen. Helle, du weißt, ich bin kein Schleimer. Aber es gefällt mir echt gut. Ich bin auch voller Vorfreude, du kannst es ja selber sagen. Ich bin immer ganz wuschig, wenn es um Weihnachtsmarkt geht. Das und stimmt. Ich bin seit Tagen hier schon unterwegs. Ne? Das stimmt. Das muss man auch mal das sagen. Stimmt. So, ich gehe mal einmal in den Wald. Der ist besonders abends sieht es hier richtig, richtig schön aus. Und es ist richtig kuschelig und gemütlich. Und da gibt es ja dann zwei Stände. Das ist einmal der Stand von Willy Rocken. Boah, jetzt wäre ich fast hingefallen. Ne? Und der Stand von... gutes Schuhwerk ist aber wichtig hier, ja, ne? Ich habe gutes wie man Schuhwerk. Sieht. Ja, ja. Mit Noppen, glaube ich, sogar drin. Nee. So, und jetzt, Helle, spürst du diese himmlische Ruhe? Ja. Ja, es ist einfach herrlich. Ist aber am Wochenende eher selten hier, das muss man auch sagen. Ja, am Wochenende. Unter der Woche kann man mal ein paar ruhige Momente genießen hier. Ja, und, am Wochenende ist es immer voll, aber auch sehr schön kuschelig. Man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen. Und man merkt ja auch, der wird ja überhaupt keine Zeit haben. Der Willy Robben. Ah. Auch so gefühlt seit 30 Jahren dabei, obwohl es nur 20 der wohnt quasi im Weihnachtswald. Alles gut? Kurzes Statement, wie läuft es bis jetzt an? Ja, gut. Also wie man das so kennt, mit den am ersten Tag passiert natürlich alles Mögliche. Ja. Unter anderem vergesse ich den Stecker für den Schlauch einzustecken, ist alles eingefroren. Nein, ja. Okay. Aber das sind so Sachen, die jedes Jahr irgendwie passieren. Also der Glühwein ist eingefroren? Nee, das Wasser. Ach, das Wasser, okay. Und wie hast du es jetzt wieder aufgetaut? Naja, ich bin zu
Carcosa rein, okay, den ganzen Schlauch in die Spülmaschine, einmal angemacht und dann war wieder aufgetaucht. Alles klar. Willi, wir wünschen dir ganz viel Spaß und wir sehen uns garantiert noch, spätestens zum Glühweintest. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und es gibt ja in diesem Jahr... Ist das ruhig hier? Sebastian, wir werden gelobt. Eine gute Idee, den Markt vorzustellen. Wer sagt das? Julia? Ach, Julia? Nee. Die hat sich schon wieder wahrscheinlich verabschiedet. Ja, wahrscheinlich. Nein, Sunny Haar. Und hier auch. Glühwein bei der Familie Solixis. Die schmeckt auch sehr, sehr gut. Da habe ich mal mit meinem Chef, das erinnere ich mich auch mal, vor 4 Jahren, wo es noch keinen Corona gab, haben wir auch mal lecker Glühwein gewinnen. Total lecker. Mhm. So, hier, falscher Weg, Henne. Wir müssen ja jetzt hier runter. Und jetzt kommen wir gleich zu einer extremen Neuerung. Nordpol mit Ziegen. Und was sich da verbirgt, das zeige ich dir gleich. Alles klar? Bei dir? Alles gut. Alles super. Gut. Okay, Nordpol mit Ziegen. Und da gucken wir uns das gleich mal an. Da sehen wir schon Iglos. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja, also wie gesagt, der Weihnachtsmarkt. Jetzt bis zum 30. Dezember. Täglich hier Schuhhof und auf dem Goslarer Marktplatz. Immer von 11 bis 20 Uhr. Und der Wald, den wir jetzt hier nochmal wunderbar sehen, immer hier, bis 22 Uhr. Noch ein Lob von Katrin Bieder. Was sagt denn Katrin Bieder? Sie findet es auch super. Ja, sie findet es super. Das freut mich. Das ist ja auch ein Lob. Ne? Ja. Ein Lob tut auch mal gut. Kriegt man so selten. Hier, Henne, guck mal hier die Ziegen. Da können wir sie ja schon mal angucken. Also Nordpol, Ziegen am Nordpol. Und ja, hier sind ganz viele Ziegen. Wir sollten auch mal den Goslarer Wochenmarkt so vorstellen. Den Wochenmarkt? Ja. Da weißt du, was wir am Dienstag jetzt machen. Jawohl. Ja, also das ist ganz neu. Das ist von dem Unternehmer Heiko Rattay. Und hier, da können die Ziegen gestreichelt werden und gefüttert werden. Da kann man Futter auch noch kaufen. Und aber nichts, keine Küchenabfälle reinwerfen. Nee, das darf man auf keinen Fall. Ja, und die Ziegen, das sieht man, denen geht es wirklich gut. Die sind gut genährt, Henne. Ja. Die haben ein Bäuchlein wie wir beide, ne? Was? Oder nicht? Du vielleicht. So, und hier auch neu. Also hier sehen wir zum Beispiel einmal hier einen neuen... Die würde sagen jetzt ein Photoshop, wo man wunderbare Fotos machen kann mit einem Eisbär. Ja. Ich würde jetzt einmal gucken, aber du kannst kein Foto machen, ne? Oder kannst du mit deinem Handy ein Foto machen? Ja, das würde sich doch jetzt anbieten. Können wir das nicht später machen? Ja, machen wir später. Ja. Spielverderber. Gut, und hier, ja, das ist jetzt auch eine Hütte mit echten Eisbären. Und das ist tatsächlich neu. Willst du da jetzt dran lecken oder was? Soll ich? Nein, hör auf. Mach ich, aber ja, es ist wirklich kalt. Also ja. Echtes Eis. So, und jetzt beenden wir unseren Rundgang gleich. Es gibt ja so eine leere Hütte. Und zwar, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr übrigens noch 2-3 Minuten jetzt fragen. Also ich würde versuchen, sagen wir mal eine, alles zu beantworten. Jetzt gehen wir zur Kaminhütte, Henry. Ja. Machst du ja schon mal. Ja. Das ist ja quasi ein Klassiker. Das ist ein absoluter Klassiker hier auf dem Weihnachtsmarkt. So, einmal hier vorbei und da ist sie schon. Und die Kaminhütte hat tatsächlich was ganz Besonderes. Das gibt es nämlich. Da ist der Stefan Hoffmeister. Der wird uns jetzt wahrscheinlich jetzt erklären, was das Besondere an dieser Kaminhütte ist, speziell wenn man da reingeht. Was gibt's da? Na, Fußbodenheizung. Ehrlich? Und Marillenpunsch. Marillenpunsch, und, okay. Kakao natürlich auch. Bist du voller Vorfreude? Sowieso, immer. Ja, sehr gut. Ja, bin ich. Okay, bist du wirklich, ne? Ja. Okay. Stefan, wir machen nämlich hier gerade einen Live-Rundgang bei Facebook. Und weißt du, was eine Ehre dir zuteil wird? Wir enden hier unseren Live-Rundgang. Dass du überhaupt hier bist, ist eine Ehre. Ja, sensationell. Ich wollte fragen, ob du mir vielleicht auch noch einen kleinen Schluck von deinem Marillenpunsch. Ein kleines Schlückchen geben kann. Da rein, macht nichts. Nee. Wir brauchen mal bitte einen Marillenpunsch. So. Ja, also wie gesagt, hier gibt es eine Fußbodenheizung, das ist wirklich tatsächlich einmalig. Ist natürlich auch immer ganz gut besucht, aber voll und sehr kuschelig. So, jetzt nochmal summa summarum zusammengefasst. Also ich glaube, dass Stefan wird mir wahrscheinlich beipflichten, das wird in diesem Jahr ein richtig, richtig schöner und guter Weihnachtsmarkt. Guckt euch an, es ist so schön, der Schnee ist da. Der Schnee ist da, das ist
Winter Wonderland Goslar. Das wollte ich sagen. Ein super Hashtag übrigens. Und mir gefällt er besser als im vergangenen Jahr. Also ich finde, das ist jetzt echt, echt optisch total schön. Und man kann ihn jetzt besuchen täglich von bis zum 30. Dezember, immer von 11 bis 20 Uhr. Und der Wald hat sogar bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt verschiedene Tage. Wir haben am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Am 13. Dezember gibt es einen großen Familientag mit ermäßigten Preisen. Da kann man auch umsonst Karussell fahren. Es gibt die Kinderwerkstatt. Also es wird tatsächlich einiges geboten und die Vorfreude ist tatsächlich groß. Und in dem Fall, ich will es dann einmal machen, großes Kompliment an die Veranstalter. Ich glaube, das wird tatsächlich gut. Alles gut gemacht, GMG. Und in diesem Sinne, Stefan, du standesgemäß mit Kakao, verabschiede ich mich auf eine schöne Weihnachtsmarkt. Bis dann.